Hier gibt es die letzten Instruktionen vom Referee und dann geht es ja auch schon los. Dem fünften Kampf des heutigen Abends, ein Kickbox-Kampf, K1 in der Kategorie C, 3x2 Minuten. Gehen hier beide sehr aggressiv, sehr dynamisch. Aber noch kompakt. Ja, schöner Inside-Kick von Morava. Und Hände bleiben um, Jab! Ja, genau, komm, Morava! Schenken sich hier beide nichts in den ersten 20 Sekunden hier. Rechte raus! Beide probieren aggressiv nach vorne zu gehen, wobei Wildometz hier die Cage-Mitte etwas besser für sich beanspruchen kann. Ja, jetzt hier schöne Kombination, die rechte. Aber Morava unbeeindruckt hier, kontert seinerseits mit Kicks. Was haben wir gesagt? Komm! Hände umlassen! Komm, Morava, komm! Komm, komm, rechte raus! Hände umlassen! Tasten sich hier beide langsam an die Gegner ran. Jetzt hier schöner Headkick. Ah, Wildometz kann den hier gut blocken. Hände! Ja! Wildometz hat hier leicht getaumelt, aber wieder unbeeindruckt. Und da jetzt hier schöner Outside Leg Kick von Morava. Renn, Abed, lass die Hände um. Und jetzt, Low Kick. Komm, Low Kick. Komm, Morava. Yeah! Morava immer hier wieder mit dem Head Kick. Wildometz lässt sich hier nicht beeindrucken. Blockt diese seinerseits immer wieder gut. Jetzt dann die letzten 20 Sekunden der ersten Runde. Ja, nehmen beide jetzt wieder etwas das Tempo aus. Jetzt hier schöne Gerade von Wildometz. Die erste Runde vorbei zwischen Kevin Wildometz und Matthias Morava. Haben sich hier beide nichts geschenkt. Hier sehen Sie, wie vorher angesprochen, Morava versucht hier immer wieder den Headkick zu treffen. Hier schön ausgewichen von Wildometz. Seinerseits Wildometz wieder im Vorwärtsgang. Muss aber aufpassen, dass er nicht ausgekontert wird von Morava. Darf ich Ihnen auch schon den nächsten Kampf des heutigen Abends ankündigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der erste Pro-MMA-Fight des heutigen Abends zwischen Abubakar Kukaev und Soran Srekov. Aber jetzt sind wir hier noch im K1 zwischen Matthias Morava und Kevin Wildometz. Und jetzt hier die zweite von drei Runden. Ja, jetzt hier schöne Kombination von Wildometz hier. Und immer wieder das Knie dabei. Jetzt hier harte Rechte von Morava. Aber Wildometz unbeeindruckt. Haben jetzt beide das Tempo etwas rausgenommen im Vergleich zur ersten Runde. Jetzt hier Bodykicks von beiden Seiten. Die tun ihm schon weh, komm! Ja! Wow, immer wieder mit den Kicks. Minute noch! Ja, gut! Sehr gut, komm! Beweg dich, lass die Hände um! Weg von dem! Ja, gut! Wildometz macht das hier gut mit dem Positionsgame. Sucht immer, schaut, dass er die Ringmitte kontrolliert. Morava Richtung Cage arbeitet jetzt hier wieder. Kurze Zweischlagkombination. Morava seinerseits unbeeindruckt von denen. Und hier sehen Sie, wie du jetzt versucht, immer wieder, wenn er im Clinch ist, noch das Knie zu drücken. Das gut trifft. Bleibt einem schon einmal der Atem weg für ein paar Sekunden. Auf 20, ja! Hände um!
Jetzt in dieser zweiten Runde das Tempo etwas rausgenommen. Beide jetzt hier die letzten 10 Sekunden. Ja, jetzt hier schöne Gerade wieder von Wildomets, aber unbeeindruckt. Morava versucht hier immer wieder dann zu kontern. Nochmal die Highlights, sehr schöne rechte Gerade. Wildomets steckt die hier gut weg. Seinerseits ist wieder der Konter, hat die rechte Jab. Die letzten Instruktionen von den Ecken. Und wie Rob Steam immer angekündigt hat, die dritte und letzte Runde hier zwischen Kevin Wildomets und Matthias Morava. Hören Sie es, Morava. Die Fans hier auf seiner Seite, aber Wildomets hier unbeeindruckt. Ja, es artet jetzt in einer wilden Schlägerei aus. Werden aber gleich getrennt. Ja, hier schöner Inside-Leckig von Wildomets. Da muss Morava aufpassen, dass er nicht auf die Matte geht. Ja, jetzt hier Spinning Backfist Attempt. War gut gesehen von Wildomets hier. Kevin Wildomets hier aggressiv, aktiv. 3, 4, 5, 6. Morava wird hier schon das erste Mal angezählt. Macht das aber hier taktisch sehr gut. Kann nochmal tief Luft holen für die zweite Hälfte der letzten Runde. Ja. Morava wirkt hier schon etwas ausgepowert. Wildomets sein also jetzt immer gut im Konter. Wildomets behauptet die klare Position. Jetzt Morava in den. Muss aufpassen, dass er jetzt nicht noch auf die Bretter geht. In den letzten 15 Sekunden. Wildomets macht das hier sehr gut. Lässt sich hier auf nichts ein, setzt seinerseits immer wieder gute Schläge. Ja, letzte Runde geht für mich klar an die blaue Ecke. Noch ein Schlag zum Hinterkopf. Dann warten wir schon auf die offizielle Urteilsverkündung und dann der erste Pro-MMA-Fight des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm in der roten Ecke. Der Lokalmatador vom Iron Fist Gym Vienna, Abubakar Kukaev. Für ihn der vierte Kampf in seiner noch jungen Pro-MMA-Laufbahn. Seine Bilanz 2 Siege, eine Niederlage. Ihm gegenüber steht in der blauen Ecke Soran Schreckhoff vom Gym Knezevic. Auch mit 66 Kilogramm eingewogen, 1,70 Meter groß, 20 Jahre jung. Eine Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage vorzuweisen. Leichte Erfahrungsvorteile in der roten Ecke, leichte Reichweitenvorteile auch. Kukaev 5 cm größer wie sein Gegner. Hier sehen wir nochmal die Highlights der letzten Runde. Ja, wie zu erwarten hier, Sieger durch Punkte, die blaue Ecke. Kevin Wildomets gewinnt hier seinen vierten Kampf. Steht jetzt 3:1. Hier gibt es noch das obligatorische Siegerfoto.
das Foto mit den Coaches.